Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für die Westlausitz. Wir starten mit einer Meldung aus Großröhrsdorf. Hier steht im Stadtteil Hauswalde eine Kirche, der die vergangenen Jahre stark zugesetzt haben. An der Kirche im Großröhrsdorfer Stadtteil Hauswalde finden derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten statt. Laut Pfarrer Tobias Schwarzenberg läuft jetzt die schon seit langem geplante und dringend erforderliche Dachsanierung. Demnach hinterließen Stürme seit 2017 immer deutlichere Schäden an dem ohnehin schon geschwächten Dach. Ziegel fielen herab, doch damit nicht genug. Im Gebälk sitzt der deutsche Hausschwamm, sodass dieses ebenfalls instand gesetzt werden muss. Das Dach wird nun im historischen Stil neu eingedeckt, wobei mit Ausnahme von einer die Gauben verschwinden. Ziel ist es, Ostern wieder in der dann sanierten Kirche zu feiern. Bis dahin finden die Gottesdienste in der Hauswalder Gemeinde in Ramenau und Brettnich statt. Seit Anfang der vergangenen Woche wird das frühere Gasthaus Hartmanns im Großröhrsdorfer Ortsteil Hauswalde abgerissen. Schon mehrmals war der Beginn der Arbeiten angekündigt worden, musste aber jedes Mal wieder verschoben werden. Zuletzt lag dies laut Bürgermeister Stefan Schneider an einer Fledermaus, die einen Tag vor dem geplanten Beginn im Gebäude gefunden wurde. Daraufhin verhängte die Naturschutzbehörde einen Baustopp. Zunächst musste das Tier das Gebäude verlassen und ein erneuter Einflug durch Verschluss der Gebäudeöffnungen verhindert werden. Nach mehrmaligen Nachkontrollen konnte nun mit dem Abriss begonnen werden. Die Baumaßnahme auf der Gartenstraße der Stadt Königsbrück wurde vor Weihnachten eingestellt. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen bei der Baufirma mussten die Arbeiten abgebrochen werden. Ursprünglich sollte diese Baumaßnahme bis zum Ende des Jahres fertiggestellt werden. Die schwierigen Baugrundverhältnisse und der umzuverlegene Leitungsbestand haben hier zu erheblichen Verzögerungen geführt. Die Erneuerung der Trinkwasserleitungsverlegung konnte allerdings vollständig zum Abschluss gebracht werden und bis auf wenige Restleitungen auch die Erneuerung der Regenwasserkanalisation. Je nach Witterung werden im Frühjahr die Straßenrandbereiche und Parkbuchten fertiggestellt. Der Schwimmer Finn Schob erreichte beim vergangenen Dresdner Adventsschwimmen perfekte Ergebnisse. So konnte das 10 Jahre alte Mitglied des ostsächsischen Schwimmvereins Kamenz nun auf ein erfolgreiches Wettkampfjahr 2021 mit krönendem Abschluss zurückblicken. Nach einem durch Corona und Verletzung erschwerten Trainingsjahr trat der junge Sportler bei seinem letzten Wettkampf dieses Jahr gegen Schwimmtalente aus Dresden, Chemnitz und Leipzig an und erschwamm sich 6 Siege von 6 Starts. Mit großem Ehrgeiz und Elan kämpfte er sich an die Spitze und überwand seine Bestzeiten reihenweise. Nun kann sich Finn einen schwimmfreien Weihnachtsurlaub nehmen und mit neuer Energie in ein neues Jahr starten. Gleich 2 neue Unternehmen in Kamenz bekamen jetzt Besuch von Kamenz Oberbürgermeister Roland Danz. In Kamenz Ost hat die Heilpraktikerin Anja Becker ihre neue Praxis eröffnet. Mit dem neuen Heilpraktikerangebot hat jetzt ein leerstehendes Ladengeschäft wieder eine sinnvolle Bestimmung gefunden. Oberbürgermeister Roland Danz sieht das mit Freude und wünscht Anja Becker gerade in dieser schweren Zeit Durchhaltekraft. Der zweite Besuch galt dem neuen Modegeschäft, welches von Dana Wittmann eröffnet wurde. Oberbürgermeister Roland Danz besuchte die neuen Geschäftsräume, um das Geschäft Modeperle 2.0 ganz offiziell in der Stadt zu begrüßen. Beiden Startups versichert er, dass bei Problemen die Stadt Kamenz, insbesondere die Wirtschaftsförderung, gerne bereit sind zu helfen. Die Stadt Königsbrück konnte jetzt, trotz Corona-bedingter Krankheitsausfälle bei den Bauunternehmen und den vielfachen Materialschwierigkeiten, noch vor Weihnachten eine Teilbauabnahme der Kläranlage durchführen. Die Anlage wird derzeit wieder auf Vordermann gebracht. Unter anderem wurde bereits das neue und das ertüchtigte alte Belebungsbecken einschließlich der dazu benötigten Kompressoren abgenommen. Auch der desolate Rechen, der die Grobstoffe des Abwassers zurückhält und bereits mehrfach provisorisch repariert werden musste, konnte jetzt ausgetauscht werden. Die Kosten der Maumaßnahme zur Ertüchtigung der Kläranlage Königsbrück belaufen sich auf ca. 4,5 Millionen Euro.
Das traditionelle Ganzabrennen um den Deutsch-Baselitzer Großteich startet in die zweite Corona-Runde. Der Verein ruft alle Mitglieder und Freunde des Sports auf, bis zum 2. Januar gemeinsam 10.000 Kilometer um den Großteich zu laufen. Eine Runde geschafft, Teilnahmestempel abgeholt und die Spendenbox gefüllt. Der Betrag wird verwendet, um die Wander- und Fahrradwege rund um Deutsch-Baselitz zu gestalten. Die vom Ortschaftsrat und Dorfverein unter Federführung von Matthias Schütze neu erstellte digitale Wanderkarte soll somit durch Markierungsschilder ergänzt werden, so der Verein. Auch wenn dieses Jahr nicht die kleinen und großen Engel durch die Gassen der Stadt wandeln, lohnt sich ein Bummel am 19. Dezember zum verkaufsoffenen Sonntag durch die Kamenzer Altstadt auf jeden Fall. Denn wer jetzt noch Geschenke besorgen möchte, hat an diesem Tag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit, die lokalen Händler und Händlerinnen der Stadt Kamenz zu unterstützen und dabei durch die weihnachtlich geschmückte Altstadt zu flanieren. Kulinarisch flankiert wird der Nachmittag mit den beiden Weihnachtshütten am Marktplatz. Ein kleiner zusätzlicher lohnender Hingucker dürfte wohl die Scherenschnittlaterne neben dem Andreasbrunnen sein. Am vergangenen Mittwoch hat sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall am Supermarkt in Königsbrück ereignet. Die Fahrerin eines silbernen Pkw bog vom Parkplatz auf die B97 ab und hat einem Moped die Vorfahrt genommen. Dessen 17-jährige Fahrerin musste voll bremsen, stürzte und verletzte sich. Die Autofahrerin hinterließ eine Telefonnummer, die offenbar nicht korrekt war. Zur Schadensregulierung wird sie gebeten, sich beim Polizeirevier Kamenz zu melden und das unter der Telefonnummer 03578-3520. Unbekannte haben in einem Parkhaus an der Mönchsmauer in Kamenz zwei Kabelschachtabdeckungen und mehrere Kabel gestohlen, die an 12 Lampen abgeschnitten wurden. Der Schaden wird mit 1.200 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich auch hier im Polizeirevier Kamenz unter 03578-3520 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden. Mit dem Schrecken kam die Fahrerin eines Lader davon, als ihr Fahrzeug am Samstagnachmittag am Böhnischplatz in Kamenz während der Fahrt plötzlich ausging und Flammen aus dem Motorraum schlugen. Die 59-Jährige konnte das Auto rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kamenz waren im Einsatz, um das Fahrzeug abzulöschen. Der Brand, der vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, hat einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursacht. Samstagmittag kam es zu einem aufsehenerregenden Parkplatzunfall an der Uferstraße in Kamenz. Ein 66-Jähriger war dort mit seinem Renault beim Einparken gegen einen Citroën gestoßen. Er bekam sein Fahrzeug nicht zum Stehen, durchbrach einen Metallzaun und stürzte mehrere Meter die Böschung hinunter in einen Bach. Er und seine Beifahrerin wurden verletzt. Das Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Ein 19-Jähriger aus Ralbitz-Rosenthal ist in den vergangenen Wochen Internetbetrügern ins Netz gegangen. Eine unbekannte, angeblich 68-jährige Frau hat ihm über Facebook Marketplace berichtet, dass sie an Krebs leide und keine Nachkommen habe. Daher wolle sie ihm ihr Erbe von 550.000 Euro schenken. Zum Abrufen des Erbes hat der Junge mehrmals etliche 1.000 Euro auf verschiedene Konten überwiesen. Sie sollten entstandene Gebühren tilgen. Der versprochene Geldsegen blieb allerdings aus. Zwischen Mittwochnacht und Mittag ist es in Ottendorf-Okrilla zu einer Unfallflucht gekommen. Auf dem Gelände der Tankstelle an der Kuhbrücke haben Unbekannte einen Schaden von rund 2.000 Euro am Stoßfinger eines MAN-LKW verursacht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nehmen das Polizeirevier Kamenz unter der Telefonnummer 03578-3520 und jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann? Das erwartet dich. Wenn du gern mit Menschen zusammenarbeitest und ihnen bei ihrer Zukunftsplanung hilfst, dann ist die Ausbildung zur Bankkauffrau ideal. Egal, ob du am Servicepoint in der Filiale bist oder zusammen mit deinen Kunden im Beratungsgespräch. Im ständigen Austausch findest du heraus, was das Beste für deine Kunden ist und erklärst ihnen alles Step by Step.
Mit jedem Schritt bringst du deine Kunden dabei näher an ihr Ziel und bist auch darüber hinaus für sie erreichbar. Aber nicht nur Kundengespräche, auch regelmäßige Teamrunden erwarten dich. Hier gibst aber nicht nur du neuen Input, sondern erfährst auch alle relevanten Infos, um dich optimal auf jede Situation im Filialalltag vorzubereiten. Und was im Team geht, geht auch allein. Denn neben dem Präsenzlernen hast du mit deinem kostenlosen iPad zum Start der Ausbildung auch die Möglichkeit, dich selbstständig digital weiterzubilden. Und? Neugierig geworden? Bewirb dich jetzt, weil's passt. Dein Profil, unsere Story. In unserer Servicezeit Recht klärt Rechtsanwalt Hagen Döhl über die Themen Garantie und Gewährleistung auf. Also wie unterscheiden sie sich und wie muss ich im Fall von mangelhafter Ware verfahren? Iris N. hatte sich vor einem Jahr eine Wasserfilteranlage bestellt. Zu dieser gehören unter anderem 4 Filterpatronen, die nach spätestens einem Jahr gewechselt werden sollten. Deshalb hat sie schon mit der Bestellung der Filteranlage gleich noch 4 Ersatzpatronen bestellt. Nach einem Jahr wechselte sie die Patronen und dabei trat ein Wasserschaden auf. Als Ursache erwies sich ein Haarriss in einer der Ersatzpatronen. Sie möchte wissen, an wen sie sich wegen des Schadens und wegen des Mangels wenden soll. Beim Wasserschaden, da denkt man natürlich zuallererst mal an die Hausratversicherung. Ich auch in der Tat, weil ein Leitungswasserschaden ja in der Regel über die Hausratversicherung mitversichert ist. Hat Frau N. nicht aber Garantieansprüche? Ja, hier müssen wir grundsätzlich unterscheiden zwischen Garantie und Gewährleistung, weil das ist was Verschiedenes. Man weiß das häufig nicht. Es wird so im Alltagsleben manchmal gar nicht unterschieden, ist aber ein grundsätzlicher Unterschied. Bei der Garantie kommt es eben darauf an, dass der Händler, der einem was verkauft, der muss gewährleisten, dass diese Sache, die ich gekauft habe, bei Übergabe, also wenn ich die Sache erhalte, dass die zu diesem Zeitpunkt frei von Mängeln ist. Aber nur zu diesem Zeitpunkt. Da geht es gar nicht darum, was in der Zukunft mit dem Gerät oder mit der Sache passiert, die ich gekauft habe. Anders ist es bei der Garantie. Wenn mir der Händler selber, das ist selten, oder der Hersteller, das ist der häufigste Fall, wenn der mir garantiert, dass für einen bestimmten Zeitraum die Sache technisch einwandfrei funktioniert, also keinen Mangel aufweist und auch keinen Mangel erfahren wird in dieser Zeit, dann garantiert er mir, dass ich zum Beispiel Ersatz bekomme oder einen Schadenersatz bekomme oder was auch immer. Also das ist die Garantie, die erstreckt sich auf die Zeit vom Kauf für die gesamte Zeit, für die die Garantie übernommen wird. Die Gewährleistung stellt lediglich darauf ab, dass die Sache bei der Übergabe, bei der Besitzverschaffung... Da kann sich unsere Zuschauerin also an den Händler halten. Das kann sie schon mal wegen des Mangels, das liegt ja ein Mangel vor. Sie hat ja möglicherweise Anspruch auf Ersatzlieferung der defekten Filterpatrone. Wegen des Schadens, wegen des Wasserschadens, der da eingetreten ist, würde ich mich trotzdem immer noch an meine eigene Versicherung halten. Möglicherweise könnte ich das auch gegenüber dem Händler tun im Rahmen der Gewährleistung, wenn da ein Schaden eintritt. Aber die Versicherung, die eigene Versicherung ist mir ja näher und die kann ja eventuell selber Regress gegenüber dem Händler nehmen, denn wenn sie mir den Wasserschaden reguliert, dann gehen ja diese Schadenersatzansprüche, die ich eventuell gegenüber dem Händler habe, auf die Versicherung über. Wer muss denn hier eigentlich beweisen, dass die Filterpatrone defekt war? Na, grundsätzlich muss immer der, der etwas behauptet, auch beweisen, dass das, was er behauptet, richtig ist. Wenn ich also behaupte, es liegt ein Mangel vor, muss ich grundsätzlich den Nachweis führen, dass dieser Mangel da ist. Bei der Gewährleistung, haben wir ja vorhin gesagt, müsste ja der Nachweis geführt werden, dass der Mangel schon bei der Übergabe vorhanden gewesen ist. Wir haben grundsätzlich eine Gewährleistungsfrist, die ist auch 2 Jahre. Das heißt, ich habe 2 Jahre Zeit, um gegenüber dem Händler, gegenüber meinem Vertragspartner, von dem ich die Ware gekauft habe, geltend zu machen, dass bei Übergabe ein Mangel vorgelegen hat. Weil das natürlich mit ablaufender Zeit immer schwieriger wird, das nachzuweisen, dass der Fehler also schon da war, als ich die Sache bekommen habe, ist es so, dass der Gesetzgeber definiert hat, wenn ein Mangel in den ersten 6 Monaten auftritt, dass dann gesetzlich vermutet wird, dass er schon bei der Übergabe vorhanden gewesen ist. Also das ist der Unterschied zwischen den 2 Jahren, in denen ich über generell einen Gewährleistungsanspruch geltend machen kann, und der Zeit, wo die 6 Monate
die man immer so als Garantiezeit annimmt oder Gewährleistungszeit ansieht. Das ist also darauf zurückzuführen, dass man da selber den Nachweis nicht führen muss, weil es eben gesetzlich anders geregelt ist. Bei dem Wasserschaden müsste sicherlich die Versicherung nachweisen, dass da der Schaden durch diese Patrone verursacht worden ist. Das kann man aber sicherlich, weil die haben ja unsere Zuschauerin als Zeugin dafür. Und wenn unsere Zuschauerin tatsächlich noch irgendwo etwas beweisen müsste, dann hat sie vielleicht jemanden im Haushalt, der das bestätigen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man möglicherweise sich noch ein paar auch Tricks einfallen lassen, mit denen oder wie man das danach beweisen kann, indem man zum Beispiel eine Abtretung macht, jemand anderes die Klage erhebt und unsere Zuschauerin dann eben die Zeugin dafür ist, dass es so gewesen ist, wie es behauptet wird. Aber da muss man sich dann möglicherweise mal mit dem Anwalt zusammensetzen und eine Strategie entwickeln, wie man da dann vorgeht. Frage und Antwort. Ich habe in letzter Zeit öfter Lebensmittel gekauft, die schon kurz nach dem Kauf verdorben waren. Gilt auch hier die gesetzliche Gewährleistung? Ja, auch bei Lebensmitteln muss natürlich die Ware bei Übergabe einwandfrei sein und darf nicht schon am nächsten Tag verderben. Wenn das der Fall ist, war sie offensichtlich beim Kauf schon nicht in Ordnung, sonst wäre das nicht so schnell geschehen. Ich denke, der Händler würde ja auch beweisen müssen, dass die Lebensmittel in Ordnung gewesen sind, als sie gekauft haben. Und deswegen wird er sie wahrscheinlich auch anstandslos umtauschen. Das war die Regionalzeit für die Westlausitz. Die nächste Sendung folgt erst im nächsten Jahr. Das gesamte Team der Lausitzwelle wünscht Ihnen angenehme Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.